Herzlich willkommen beim Inkassobüro zum bärtigen Mönch. Ich bin der mit dem Ä. Und diese Woche wollen wir euch zeigen, wie viel Gold ihr aus der Kampfgilde eurer Fraktion holen könnt. Die Kampfgilde, in meinem Falle im Nordosten Orgrimmars platziert, bietet dem Spieler die Möglichkeit, gegen den ein oder anderen Miniboss zu kämpfen und dort im Rang aufzusteigen. Viele Spieler sehen dort nur die Belohnung, die es am Ende gibt, das Mount kräftiges Mushan des Grubenkämpfers. Doch wie viel Gold dabei zusammenkommt, während ihr dort im Rang immer mehr und mehr steigt, lassen viele Spieler außer Acht. Ihr bekommt nach jedem gewonnenen Kampf einen Preisgeldbeutel, der durchschnittlich 15 Gold enthält, mal mehr, mal weniger. Zusätzlich das ein oder andere Trash-Item, das sich ebenfalls für ein paar Goldstücke verkaufen lässt. Ich habe das Ganze sehr spät am Abend gemacht, damit ich mich nicht mit den langen Wartezeiten herumzuschlagen hatte, und mit einem Gear von 737 und dem Tankspec liegen die Bosse sowieso relativ schnell mit dem Gesicht im Dreck. Nach anderthalb Stunden hatte ich alle 40 Bosse down und konnte mich über 1171 Gold freuen. Es kann natürlich bei dem ein oder anderen Spieler mehr oder weniger Gold sein, da sich der Wert der Trash-Items aus dem Beutel doch schon ein wenig unterscheidet und variabel ist. Aber kommen wir zum interessanten Teil. In ganz Azeroth sind in manchen Gebieten Items versteckt, die euch einen Bonusboss in der Kampfgilde freischalten. Diese Bosse haben es schon ein wenig in sich, aber dafür gewähren sie euch auch einen größeren Goldbetrag bei erfolgreichem Kill. Zum Beispiel könnt ihr euch bei Opa Brummelflöte in Kunlai-Gipfel in Pandaria ziemlich einfach eines dieser Items abholen. Tanzt einfach mit dem alten Kerl und schon gehört das Item euch. Brummelflöte ist ein Gegner von Rang 4, das bedeutet, bei erfolgreichem Kill gewährt euch dieser Gegner 400 Gold. Je nachdem, aus welchem Rang der Gegner stammt, fällt die Goldbelohnung aus. Rang 4 gibt euch 400 Gold, Rang 6 gewährt euch 600 Gold und so weiter und so weiter. Insgesamt habe ich von den Bonusbossen 6400 Gold erhalten. Nach Abzug von Kosten für die Herausforderungskarten und Einberechnung der Questbelohnung komme ich auf einen Goldbetrag von 7623 Gold und 2 Silber. Zusätzlich könnt ihr auf diese Art und Weise an 11 seltene Hemden kommen, die es sonst nirgendwo im Spiel zu ergattern gibt. Zwei Tipps möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Zum einen, lest euch vielleicht vorher einmal kurz durch, wie ihr manche Bosse spielen müsst. Sie mögen zwar einfach erscheinen, aber manche von ihnen könnt ihr nicht einfach nur umhauen. Ihr müsst ab und an schon ein wenig mehr beachten. Zum anderen, wie kommt ihr mit dieser Methode an noch mehr Gold? Nun, die Items für die Standardbosse sowie Bonusbosse sind nicht accountweit. Ihr könnt die ganze Geschichte also mit jedem Char machen, der einigermaßen pässliches Gear dafür trägt. Wer zum Beispiel mit 5 Chars schnell zum Kunlai-Gipfel fliegt und sich das Item von Opa Brummelflöte holt, den Boss dann 5-mal umhaut, der ist 2000 Gold reicher. Einen Guide, wo ihr die ganzen Items für die Bonusbosse herbekommt, poste ich euch in die Beschreibung. Ich selbst habe auch nach diesem Guide gehandelt und bin ziemlich schnell an all diese Items gekommen. Außer an das fürs Angeln, das hat ein bisschen gedauert. Also, ihr habt noch den ein oder anderen Char, der die Kampfgilde noch nicht mal mit dem Hintern angesehen hat und noch nie darin tätig war? Dann schaut doch mal vorbei und wenn ihr ein wenig Zeit übrig habt, staubt dort euer feines Gold ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und zu hören dieses Mal nur. Ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues für euch habe. Wir sehen uns, bis dann. Yeah.